Moin Leute, grüßt euch. So, ich wollte mal heute eine Produktvorstellung machen. Und zwar, ich bedanke mich bei der Firma Wuben für diese Lampe. Das ist eine Taschenlampe. Wie ihr seht, die ist ein bisschen anders. Die ist nicht rund, die ist eckig. Die lässt sich nämlich auch auf einem Fahrrad montieren, vorne als Licht. Hier unten ist eine Befestigungsvorrichtung. Die ist uns nicht im Lieferumfang dabei. Und ansonsten ist das ein ziemlich interessantes Modell mit einer Wahnsinnsleuchtstärke, die allerdings auch nur für eine Minute zu halten ist, nämlich 12.000 Lumen. Ich habe die Lampe ausführlich getestet. Das ist übrigens die zweite Lampe. Die erste war kaputt gegangen, weil Wasser eingedrungen ist. Ich habe einen Test gemacht mit unterfließendem Wasser. Hat nicht funktioniert. Wasser ist eingedrungen, die Lampe war kaputt. Und darum habe ich eben die zweite bekommen. Die werde ich nicht nass machen. Spritzwasser hält sie wohl aus, aber die Schutzart haben sie auch reduziert von IP80 runter auf IP55 und das halte ich noch ein bisschen zu viel. Also diese Lampe ist für den Einsatz von Wasser nicht unbedingt geeignet, aber sie hat auch noch einen kleinen anderen Nachteil. Mit Staub und Sand sollte man ebenfalls vorsichtig sein. Gut, man kann eben nicht alles haben, denn im Gegensatz zu normalen Taschenlampen hat die einen Ventilator eingebaut. Die Helligkeit ist so hoch, dass die Lampe gekühlt werden muss. Also ich will jetzt nicht in die Kamera leuchten, weil ich habe Angst um die Linse dahinter. Und nach einer gewissen Zeit läuft eben hier ein Ventilator an und zieht die Wärme hier unten durch. Also einmal quer durch. Das ist so ein Mini-Cooler-Fan. Und ich wollte euch mal jetzt vorstellen, ja, was ist denn alles dabei? So, ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal vor, was ist dabei. Eine Pappkiste mit, ja, hier war noch das Bändchen drin, legen wir mal beiseite, ganz normal. Ein ziemlich schöner Halter, muss ich sagen, für den Gürtel. Ist auch ziemlich stabil, mit so einem Klickverschluss und das macht man sich eben, ja, an den Gürtel oder hiermit kann man es auch eben an den Rucksack dranhängen zum Beispiel. Ich habe das Ding am Rucksack hängen und ja, dann ist da noch ein Bändchen bei, der so ein Lanyard, ein sehr stabiles Teil ist das. Das lässt sich hier einhängen. Ja, ne? Man weiß, wofür das Ding da ist. Damit macht man sich einfach die Lampe zum Beispiel um die Hand, damit man sie nicht verliert. Wenn man zum Beispiel im Wasser ist damit vielleicht oder so, das Teilchen ist dann eben dazu da, um die Lampe festzuhalten. So. Ist relativ stabil, nichts Spilleriges, das ist schon ziemlich was Ordentliches. So, und da haben wir natürlich dann die Lampe selber noch. So, jetzt tüdeln wir mal los. So, weil woraus besteht die denn jetzt eigentlich? Ja, das Ding ist aus einem Metall. Was für ein Metall, das weiß ich auch nicht. Fühlt sich auf jeden Fall auf Metall an. Es hat vorne drei XRP70 LEDs oder 90er, weiß ich nicht genau. Und es hat den Einschalter, mit dem man die Lampe ganz einfach einschaltet. Ja. Die ist relativ simpel. Ich gehe da mal kurz durch die Modi. Ein, aus. So, wenn man jetzt drauf drückt, dann hat man hier drei, vier verschiedene Stufen. Rauf und runter und mehr hat die Lampe nicht. Jedenfalls, wenn man viermal schnell hintereinander drauf drückt, geht die Lampe aus. Und dann kann man sie auch erstmal nicht mehr anmachen. Das ist so eine Art Taschenmodus. 1, 2, 3, 4, wieder zurück. 1, 2, 3, 4 und sie ist wieder betriebsbereit. 1, 2, 3, so, das war genau. Ich brauche diesen Kram nicht und wenn ich ihn brauche, dann probiere ich es aus. So, hier haben wir was Besonderes drin. Hier ist ein Lüfter. Ein ganz kleiner Ventilator ist hier, der zieht hier die Luft rein und bläst sie hier wieder raus, um die Wärme abzuführen. Ja, und der wird auch, der springt, wenn man die jetzt auf Turbo-Mode einschaltet, relativ schnell auch an. Der ist wärmegesteuert, sage ich gleich dazu. Und ja, sie kommt schon, sie wird wärmer, sie wird wärmer. Jetzt ist eine Menge Energie und ihr hört es jetzt, der Lüfter läuft. Man merkt, jetzt kommt hier so ein bisschen warm raus. So. Laut Herstellerangaben ist das ganze Ding wasserdicht. Also ich habe es ausprobiert, dazu sage ich aber gleich was. Bedingt wasserdicht. Ich würde es nicht tun. Ich habe sie unter Wasser gehabt und ich hatte dann anschließend das Problem, dass hier vorne Wasser drin war.
Ja, das ist passiert, aber man kann die Sache aufschrauben, wieder sauber machen. Schauen wir uns mal an, womit ist das Ding denn jetzt befeuert. Dazu müssen wir die Lampe mal einmal aufschrauben. Hier hinten. So. Na, man braucht hier so einen Torx, einen ganz kleinen Mini-Torx. Ist schon ein bisschen komplizierter. Also nicht nochmal einen Schraubenzieher, sondern so einen ganz kleinen Torx nimmt man dann. So. So. Und jetzt haben wir das Ding raus. Und wir haben hier zwei dicke Akkus. Der Typ ist 21700. Und die haben jeweils fast 5000 mAh. Ja, mit dem wird die Lampe befeuert. Aber die braucht man eigentlich nicht austauschen, weil die Lampe wird über USB geladen. Ich schraube die jetzt mal wieder zu. So, wir testen mal, wie heiß die ganze Geschichte wird. Ich stelle die Lampe hier auf, schalte die Lampe ein und ich habe hier ein Temperaturmessgerät, also ein Distanzmessgerät. Schauen wir uns mal an, wo wir dann entsprechend liegen. Die Wärme entsteht hier vorne und jetzt läuft schon der interne Lüfter an, der geht relativ schnell an und die Lampe heizt sich auf. So, wir können auch sehen, die geht weiter hoch. Ja, nee, da bleibt sie ungefähr bei 45. Ich glaube, da wird auch jetzt langsam Schluss sein. Der Handgriff ist aber hier deutlich kühler. Das ist wichtig. Hier fasst ihr an, hier haben wir 30 Grad. Wenn wir hier nach vorne kommen, geht die Temperatur rapide hoch. Aber die Wärme geht nicht drüber, weil hier ist nämlich eine Isolierung zwischen diesen beiden Komponenten. Das ist wirklich sehr gut durchdacht. Der Griff bleibt immer gut anfassbar. So, wir bleiben bei knapp 47 Grad, 45 Grad. Da wird der Lüfter die Lampe auch behalten. So Leute, ich bin mal in den Wald gefahren. Wollen wir die Lampe mal testen. Auf der ersten Stufe, natürlich passt die Kamera sich an. Aber ich gehe jetzt mal auf den Turbo-Mode. So, das ist ungefähr so, als würde hier ein Auto mit voll aufgebrezelten Scheinwerfern stehen. Das ist, ja, wirklich so hell, als wenn ein Auto wirklich die Scheinwerfer aufleuchten lässt. Das ist übrigens der Turbo-Mode. Ich fahre jetzt mal runter. So, gehen wir jetzt noch auf die ganz normale Stufe. So, immer noch hell genug. So, das ist normale Stufe. Ja, Wahnsinn. Optimal ist das auf jeden Fall für eine Kamera. Hier nochmal einen Blick auf die Straße. Ja, zum Schluss mein Fazit. Was kann man von dieser Lampe halten? Zunächst einmal, ich benutze die gerne, weil sie hat einen Lichtkegel, der ist sehr breit zum Filmen. Das ist also kein Punktstrahler, das ist ein richtiger Fluter. Es ist gleichmäßige Ausleuchtung, extrem hell. Kann man wirklich nur sagen. Habt ihr gesehen, in dem Bunker, wo ich drin war, habe ich sie getestet. Vorteile ist, das ist ein unheimlich robustes Ding, praktisch zu handhaben. Die Bedienung ist recht einfach. Die hat nicht allzu viele Modi, eben 4 Helligkeitsstufen und Turbo-Mode und dann auch ein bisschen Blinky-Blinky. Robust, langlebig, sage ich mal. Da sind 2 Akkus drin. Ich habe mal hinten aufgemacht. Insgesamt von 10.000 mAh. Und auch so kann man diese Lampe problemlos 8 Stunden nutzen in normaler Leuchtstärke. Vorteil, wie gesagt, robuste Ausführung, Helligkeit. Gehen wir mal zu den Nachteilen. Der Nachteil ist, die Lampe hat Dichtungen, die nicht unbedingt, sag ich mal, für Untertauchen geeignet sind. Die Lampe kann man also nicht untertauchen. Da ist sie einfach kaputt. Das Wasser dringt hier ein, hier vorne ein. Das schlägt sich auch hier nieder dann. Sollte man tun, nicht sein lassen. Der zweite Nachteil ist der Lüfter. Staubige Umgebung, Sand, hatte ich in dem Bunker zum Beispiel. Da blieb der Lüfter stehen. Das Geräusch war weg und die Lampe überhitzt zwar nicht, weil die Thermoregelung funktioniert trotzdem, aber der Lüfter steht still, weil da hat sich was reingesetzt. Einmal richtig durchgepustet, dann hört man auch, wie der Lüfter läuft und danach lief er wieder.
Das ist bei solchen Konstruktionen natürlich unvermeidlich. Bewegte Teile und Sand, wisst ihr alle, Uhren, Fotoapparate, die mögen das nicht. Aber abgesehen von diesen Beschränkungen, muss ich sagen, die Lampe hat mich überzeugt. Ich werde sie auch behalten, anstatt sie wieder zu verkaufen später. Der Preis liegt ungefähr, je nach Anbieter, zwischen 180 bis 150 Euro. Ich habe auch schon mal 200 gesehen, aber die kann man eben auch bei AliExpress bestellen, aber auch bei Amazon. Und die werde ich für meinen nächsten Turm benutzen, weil sie eben so einen schönen, gleichmäßigen Lichtkegel hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Leute. Bis demnächst, euer Kater Krieger.